Brief aufmachen, Kreuzchen setzen und ab in den Briefkasten. So kurz vor der Europawahl, so normal. Eine Frau aus Bad Reichenhall allerdings staunte jetzt nicht schlecht. Ihre Briefwahlunterlagen kamen bereits fertig ausgefüllt bei ihr zu Hause an. Eine Beschwerde beim Rathaus zeigt, auch 4 weitere Briefwahlzettel hatten schon ihr Kreuzchen. Wie das passieren kann, im Rathaus herrscht zunächst Ratlosigkeit. Gerade in Zeiten, in denen von mehreren Seiten versucht wird, die Legitimation von demokratischen Wahlen zu untergraben, ist ein solcher Eingriff in den Wahlablauf wahrlich kein Kavaliersdelikt und gehört auf das Schärfste bestraft. Der Kreuzchenmacher, offenbar ein FDP-Fan, die Menschen in Bad Reichenhall verunsichert. Vertrauen in diesen wichtigen Akt der Wahl könnte dadurch stark beschädigt werden. Dass das jetzt mein erstes Jahr ist, wo ich dann wählen werde und dass das gleich in dem Jahr passiert, ist das jetzt schon was, wo ich da auf jeden Fall drüber nachdenke. Die Aufregung groß. Die Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt zunächst. Wenn Wahlzettel verschickt werden, die manipulativ verändert sind, dann ist zumindest der Grenzbereich der Strafbarkeit schon gegeben. Im schlimmsten Fall drohen dann immerhin bis zu 5 Jahre Haft. Doch am Nachmittag Entwarnung. Kein Wahlbetrug. Ein Wahlhelfer hat offenbar versehentlich alte Wahlunterlagen von 2019 verschickt. Und das 5-mal. Aufatmen in Bad Reichenhall. Auch bei dieser Wahl setzt hier jeder sein Kreuzchen selbst.